6. Januar. Schön, dass du dabei bist. Wir haben heute ein Workout, das du ganz locker mit einer Dumbbell oder Kettlebell absolvieren kannst. Und zwar 7 Runden, 12 Kettlebell oder Dumbbell Hang Power Clean. Pro Seite 6 Wiederholungen, also insgesamt 12 Stück. Danach 1 Minute Front Rack Hold. Mit deiner Dumbbell oder Kettlebell hier vorne in der Front Rack Position halten für 1 Minute. Danach ganz entspannt 1 Minute Rest. Und das Ganze, wie gesagt, für insgesamt 7 Runden. Willst du dir eine Timecap geben, dann sind das 18 Minuten. Am Ende haben wir noch einen kleinen Open Prep Teil, ein 6 Minuten EMOM. Erste Minute 30 Sekunden Pike Push-Ups oder Handstand Push-Ups. Den Rest der Minute Pause, das heißt 30 Sekunden Pause. Und dann zweite Minute sind es 30 Sekunden lang entweder V-Ups oder Wall Lying Hands to Feet. Insgesamt dann quasi 3 Runden. Schauen wir uns gleich an, wie das aussieht. Warm-up. Wir haben 6 Minuten AMRAP. Ihr startet mit 6 Romanian Deadlifts. Das bedeutet, wir versuchen, die Beine so gerade wie möglich zu lassen beim Deadlift. Entweder mit einer Dumbbell oder Kettlebell zwischen den Füßen oder auch gerne mit 2 Dumbbells oder Kettlebells rechts und links, die gleich schwer sind. Jetzt geht es darum, einmal Hüftbreiterstand, Hip-Hinge nach hinten und wir versuchen, die Knie strecken zu lassen. Ihr geht so weit nach unten, wie es möglich ist, dass der Rücken noch gerade bleibt. Schafft ihr das bis zum Boden? Gerne. Merkt ihr aber, der Rücken wird rund, dass ihr den Boden erreichen könnt, dann gehen wir nur so weit, wie der Rücken gerade bleiben kann. 6 Wiederholungen. Danach 6-mal Split Stance T-Spine Rotation. Das bedeutet, einmal gerne breit aufstellen. Dann gehen wir auf eine Seite mit dem Gewicht. Gerne beide Hände zum Boden und dann jeweils einmal rechts und links Hand zur Decke und dann wechseln wir auf die andere Seite. Auch hier einmal rechts und links jeweils die Hand zur Decke. Insgesamt 6 Wiederholungen. Danach 6-mal Hang High Pull. Das bedeutet jetzt, egal ob Kettlebell oder Dumbbell, auch wieder hüftbreiter Stand und wir ziehen jetzt einmal direkt schon mit dem Hang, so wie wir es später für den Hang Power Clean brauchen. Einmal Dumbbell nach oben. Das heißt Hip Hinge bis übers Knie. Von hier einmal Hüfte öffnen und direkt im Anschluss ziehen wir einmal bis auf Brusthöhe. Blick nach vorne, nah am Körper nach oben ziehen. Ihr merkt schon, durch die Hüfte kommt da schon einiges an Schwung mit drauf. Gerne 6 auf der einen Seite und 6 Wiederholungen auf der anderen Seite. Und letzte Übung, 6 Inchworms. Das heißt, einmal Hände auf den Boden und wir laufen nach vorne, so weit wie möglich. Habt ihr den Platz, gerne mit den Füßen hinterherlaufen. Und das Ganze 6-mal. Ansonsten könnt ihr auch gerne wieder mit den Händen zurücklaufen. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen in die Vorbereitung für die Hüfte. Ein kleines 3 Minuten AMRAP. 10 Jumping Squats. Das heißt, ihr geht rein in eine schöne Air Squat. Knie nach außen mit dem Hip Hinge starten und auf dem Weg nach oben. So hoch wie möglich, Füße weg vom Boden. Und das Ganze 10-mal. Nicht unbedingt auf Schnelligkeit, sondern jetzt versuchen, so hoch wie möglich zu springen. 10 davon und danach 10 Good Mornings. Die Good Mornings machen wir komplett ohne Gewicht. Das heißt, jetzt auch wieder hüftbreit stehen, Hip Hinge nach hinten, jetzt etwas mehr als vorhin die Knie beugen. Oberkörper kommt mit nach vorne und wir stehen ganz schnell wieder auf. Gerne Arme mit auf die Brust nehmen, beugen und so schnell und explosiv wie möglich wieder aufstehen. 3 Minuten AMRAP, 10 Jumping Squats und 10
Good Mornings. Und danach gehen wir rein in die Clean Prep. Das heißt, wir hatten jetzt schon im Warm-up den Hang High Pull. Das heißt, einmal in den Hang, Hüfte öffnen und einmal nach oben ziehen. Das ist quasi der erste Teil von unserem Clean. Was wir jetzt noch machen, wir setzen uns einmal drunter. Dabei Füße gerne ein kleines bisschen breiter setzen und vor allem Po hinten raus. Das heißt, Hip Hinge, Hüfte öffnen, ziehen nah am Körper, einmal drunter setzen, sodass wir die Dumbbell auf der Schulter haben. Ihr dürft jetzt davon 10 Wiederholungen pro Seite machen. Danach 8 Wiederholungen pro Seite, danach 6 Wiederholungen pro Seite und danach 4 Wiederholungen pro Seite. Habt ihr die Möglichkeit, das Gewicht zu steigern, wenn die Wiederholungen weniger werden, macht das gerne. Ansonsten bleibt ihr bei dem Gewicht, das ihr zur Verfügung habt. Und danach geht es direkt rein ins Workout. Das heißt, dann die 12 Wiederholungen von eurem Hang Power Clean, 6 pro Seite, 1 Minute Front Rack Hold. Mit der Dumbbell könnt ihr eine Seite auf der Schulter ablegen, Ellbogen zeigt nach vorne, hüftbreiter Stand und ganz wichtig, den Bauch schön festmachen, immer wieder kontrollieren. 1 Minute bedeutet hier, ihr könnt zum Beispiel nach 30 Sekunden die Seite wechseln, wenn ihr merkt, dass das sehr anstrengend wird. Mit der Kettlebell geht das natürlich auch. Hier gerne versuchen, dass ihr einen kleinen Tisch formt, wo die Kettlebell schön auflegen kann. Auch da ist das Wichtigste, dass der Bauch schön fest bleibt. Ein Daumen hier darf gerne an die Brust ran und dann habt ihr hier den schönen Tisch, wo die Kettlebell drauf liegt. 1 Minute halten. Danach 1 Minute Rest, das heißt, ihr habt Pause, bevor es wieder in die nächsten 12 Hang Power Cleans geht und insgesamt 7 Runden. Nach dem Workout kommt gerne nochmal zurück, dann gibt es nämlich noch Part 2 für die Open Prep. Und zwar gerne 6 Minuten auf der Uhr einstellen. Minute 1, 30 Sekunden Pike Push-Ups oder Handstand Push-Ups. Das heißt, nehmt euch gerne ein Kissen oder sonst irgendwas, wo ihr euren Kopf ein bisschen schonen könnt. Baut ein Dreieck mit Kopf und Händen. Die Füße so nah, wie es euch möglich ist, an den Körper ran, sodass das Gewicht auf den Armen auf der Schulter lastet. Dann einmal Kopf berührt und wir drücken uns wieder nach oben raus. Auch hier wie bei den Push-Ups relativ nah am Körper bleiben mit den Ellbogen und darauf achten, dass ihr hier den Boden berührt, nicht mit der Stirn. 30 Sekunden lang so viele Wiederholungen wie möglich. Habt ihr die Möglichkeit, eure Füße irgendwo aufzustellen, ist das auch eine Option für die Pike Push-Ups. Ansonsten, Variante 2 wären Handstand Push-Ups. Hier könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das Ganze strict oder kipping macht. 30 Sekunden können ganz schön lang sein. Also entweder einmal an die Wand, Kopf rein. Auch hier versuchen, das Dreieck zu bilden, nach oben rausdrücken. Oder wenn ihr kipping macht, jetzt Po an die Wand anlehnen, Füße reinziehen und nach oben rausschießen. 2. Minute, 30 Sekunden lang, so viele Wiederholungen wie möglich, wie V-Ups. Das heißt, einmal auf dem Boden, Füße gestreckt, Hände nach hinten gestreckt und jetzt einmal über der Körpermitte Füße und Hände berühren. Oder ihr geht an die Wand und legt einmal die Füße hoch. Sieht erstmal ganz bequem aus. Und dann heißt es hier auch Hände so nah wie möglich Richtung Zehenspitzen bei jeder Wiederholung. 30 Sekunden das, dann habt ihr 30 Sekunden Pause und danach geht es wieder von vorne los. Insgesamt 6 Minuten, das heißt 3 Runden. Viel Spaß damit
und bis bald.